So, der Gewitter ist weg. Es tropft nur ein bisschen von den Bäumen. Also das, was auf den Bäumen drauf ist, das wird auf unser Kopf drauf tropfen. Deswegen habe ich jetzt diese Lampe als Schutzschild dran gemacht. Ansonsten müssen wir zickzack laufen. Und dieser ganze Gewitter mit dem Starkregen hat dieser ganze Weg hier nass gemacht. Das ist halt Weg mit erhöhter Schwierigkeit wegen diesen dreckigen Gewitter, der hier Donner und Sturm und Starkregen gemacht hat. Das ist voll nebelig hier. Geil. 1,3 Kilometer, da kommt eine Schutzhütte, eine unbestätigte Schutzhütte. So, hier fahren nervige Züge lang. Und die Navigation hat gesagt, dass das hier diese Schutzhütte sei. Das ist voll scheiße, weil hier kann man scheiße drauf pennen und die ganzen Züge würden uns nerven. Das heißt, wir werden uns auf der Suche machen nach einer anderen Schutzhütte. Ich glaube, nach dieser Richtung irgendwo, 750 Meter oder so, sollte auch eine sein. Mein Gesicht ist weiß. Und wisst ihr auch warum? Weil die App uns in einer Bushaltestelle hingeführt hat. Jetzt suchen wir eine Alternative. So, wir sind jetzt gerade hinter so einem Schützenvereinshaus und genau hier werden wir uns schlafen legen. Hier werde ich jetzt gerade unseren Tarp aufbauen und genau hier werden wir heute pennen. So, jetzt wird eine heiße Tasse gemacht. Die Suppe ist fertig. Da ist sogar ein Natururin-N dran. Guck mal, eine Eule belästigt uns. Ich glaube auch, dass das noch. Die sind cool, diese Viecher. Na gut, aber jetzt unser Abendessen ist fertig. Das werden wir jetzt in uns reinmachen. Mit der Belästigung der Eule.